Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, ich grüße Sie recht herzlich zum Olympischen Spielen 2012 in London. Tag Nummer 5 beginnt mit dem Skischießen der Herren in den Royal Artillery Barracks. Wir verfolgen den Griechen Ionis Xenakis bei seinen Schüssen. Auch der Schweizer Simon Bühler heute als ein Ausnahmetalent für seine Nation, der normalerweise die Schweiz nicht weit oben mit Vertretern, auch die Slowakei bisher noch punktlos, genauso wie die Portugiesen. Werden wir mal sehen, ob eines dieser Teams heute die ersten Punkte mit nach Hause nehmen kann. Vielleicht ja Ionis Xenakis, auf den wir heute unseren Fokus legen. Und er startet direkt mit einem Treffer in diese Schießeinlage. Jetzt kommt die Doublette von links zuerst und danach von rechts. Und er trifft beide. Starke Leistung bis hierhin vom Griechen. Ebenso LJ Hill aus der USA, Ricardo Turino aus Portugal und Jérôme Legrand aus Frankreich. Aus der Schweiz Simon Bühler nur auf der 5 mit 2 Punkten. Wir werden sehen, was noch passiert. Also 3 von unseren 2 4 Nationen, die noch keine Medaillenpunkte haben, momentan auf gutem Medaillenkurs. Und auch der Slowakier noch nicht abgeschlagen. Treffer von Ionis Xenakis hier mit dem vierten Schuss. Jetzt die Schüsse 5 und 6. Wieder zuerst von oben, von links und dann von rechts unten. Zwei Treffer. Der erste war recht knapp, wie wir eine Wiederholung sehen konnten. Aber er war getroffen und von daher zählt wieder unsere vier Kandidaten mit 3 Treffern. Somit jetzt 3 Punkte Vorsprung schon auf Simon Bühler und Jared Noah, die nur 3 Punkte haben. Simon Bühler muss auf jeden Fall noch einen Zahn drauflegen, um hier mit den Führenden mitzuhalten. Volltreffer von Ionis Xenakis hier in dem ersten Schuss an Station 3. Und das macht er sehr diszipliniert. Jetzt ist er daneben. Der dritte an Station 3, der neunte Schuss ist daneben. Und somit nur noch Position 3 für Ionis Xenakis. Ricardo Turino und Jérôme Legrand liegen auf Position 1. Beide noch mit 9 Punkten. Noch kein Fehler. Und Station 4, das ist die Riesenstation. Hier gibt es 6 Punkte zu vergeben. Zuerst mal der Einzel von links. Volltreffer. Starke Leistung, jetzt der Einzel von rechts vom Low House. Und auch der sitzt. Kein Volltreffer, aber es reicht vollkommen für den Punkt. Jetzt die erste der beiden Doubletten. Zuerst von links, von rechts. Beide getroffen. Und jetzt gleich sehen wir noch die zweite Doublette an Station 4. Zuerst von rechts und dann von links. Up next, the double. Ich bin gespannt und auch diese sitzt. Die zweite sitzt nicht mehr. 5 Punkte an Station 4. Und das bringt ihn auf den zweiten Platz. Ricardo Turino jetzt mit 2 Punkten Vorsprung. Der hat wieder alle Punkte hier gemeistert. LJ Hill nur 4 Punkte damit hinter Ionis Xenakis. Und es sieht aus, als würden hier Außenseiternationen die höchsten Medaillen mit nach Hause nehmen dürfen. Ionis Xenakis, der sitzt. Ionis Xenakis, wollte ich gerade sagen, der hat auf jeden Fall die Chance auf eine Medaille heute im Skischießen der Herren. Und die hat er verdient. Aber jetzt der zweite, der dritte meine ich, ist nicht da, wo er sein soll. Aber Ricardo Turino macht es nicht besser, genauso wie LJ Hill. Und jetzt haben wir hier eine interessante Anordnung, denn jetzt ist auch wieder Simon Bühler mit von der Partie. Jérôme Legrand ganz raus. Ricardo Turino nämlich mit einem Punkt Vorsprung vor Ionis Xenakis auf der 1. Danach mit einem Punkt Abstand dann LJ Hill und Simon Bühler auf Position 3. Jetzt ist alles wieder drin für die 4. Und
Simon Bühler kann ebenfalls wieder mit von einem Medaillenpunkt träumen. Ionis Xenakis versenkt hier den Schuss. Jetzt muss alles drin sitzen, denn jetzt geht es ums Ganze. Boah, das kann echt nicht spannender werden hier. Im Skeet schießen und er sitzt noch. Da hat er sehr lange gewartet bei der dritten Scheibe, also bei der zweiten von der Doublette. Und das ist der erste Platz, zusammen mit Riccardo Turino. Simon Bühler auf dem vierten Platz, 2 Punkte hinter LJ Hill, dem US-Amerikaner. Und jetzt gehen wir in Station 7, die vorletzte. Die Doublette sitzt. 2 von 2 Punkten an Station 7 für Ionis Xenakis. Und das bedeutet den alleinigen ersten Platz. LJ Hill und Riccardo Turino dahinter mit 1 Punkt Abstand. Simon Bühler kann es nicht mehr schaffen. Zumindest nicht mehr auf den ersten Platz, denn er kann nur noch 3 Punkte jetzt holen. LJ Hill und Riccardo Turino könnte er theoretisch noch aufholen. Dann hätten wir 3 Silbermedaillengewinner. Dann müssen die beiden jetzt aber komplett ohne Punkte aus dieser 8. Runde gehen. Und ich glaube, das darf man, glaube ich, bezweifeln. Nein, er kann es gar nicht. Es gibt ja nur 2 Punkte. Und Ionis Xenakis verschießt den ersten. Und jetzt kommt der zweite. Der muss jetzt einfach sitzen. Der sitzt nicht. 0 Punkte an Station A. Und das ist trotzdem der erste Platz. Unglaublich. Wie dankbar waren denn die Konkurrenten dort? LJ Hill ebenfalls auf Position 1. Und Riccardo Turino sichert sich Position 3 in diesem Skeet-Schießen. Unglaublich. Wir haben einen Griechen und einen Portugiesen mit der ersten Medaille für ein Land. Und wir haben einen Doppelgewinner, beziehungsweise 2 Doppelgewinner. Denn es ist ja Doppel. Griechenland und die USA kriegen hier eine goldene Medaille. Und ich hoffe, sie bleiben dran und gucken auch in der nächsten Disziplin zurück. Sie schauen auch wieder in die nächste Disziplin rein, wenn es weitergeht. Mit dem zweiten Finale im Bogenschießen. Diesmal sind die Damen an der Reihe. Bleiben Sie dran. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie recht herzlich zurück zum 5. Tag der Olympischen Spiele 2012 in London. Willkommen im Lord's Cricket Ground zum Bogenschießen der Damen. Die Herren waren schon an der Reihe. Dort hatten wir sehr interessante Gewinner. Korea konnte dort den ersten Platz und China dann den zweiten und Irland war auf dem 3. Platz. Nun werden wir sehen, was die Damen so hinreißen können. Korea wieder mit dabei, Irland aber nicht. Die USA ebenfalls nicht. Und auch China ist nicht mit dabei. Das ist interessant. Stattdessen Ungarn, Polen, die Niederlande und Mexiko. Wir können gespannt sein, was heute passieren wird. Rika Mecharos ist die Athletin für Ungarn. Relativ unbekannt eigentlich. Auch hier in London. Aber wir dürfen sie auf keinen Fall unterschätzen. 7 Punkte. Mit dem ersten Schuss. 7 Punkte mit dem ersten Schuss. Und jetzt der zweite. Gibt nur 4. Nur 4, das ist ein schlechter Start von Rika Mecharos. Da muss jetzt auf jeden Fall Eingang zulegen. 8 Punkte. Und Schuss Nummer 3, 19 Punkte nur in der ersten Runde. Das ist ganz schlecht, nur der 7. Platz. Da muss sie noch einen. Da muss sie jetzt ganz, ganz stark schießen in den nächsten 3 Runden, um hier noch um die Medaillen kämpfen zu können. Momentan auf der 1 Korea und auf der 2 dann Großbritannien und Mexiko. Deutschland reiht sich dahinter ein auf der 4. In Form von Tanja Kroos. Rika Mecharos muss nun Gas geben.
wenn sie hier noch um die Medaillen mitspielen möchte. 8 Punkte, das wird nicht reichen. Das wird nicht reichen. Ich glaube nicht, dass sie noch sonderlich große Chancen hier hat. 10 Punkte. Jetzt sollte sie auch nochmal eine 10 schießen, um hier eine Chance zu haben. Eine 9. Das ist eine 9. 27 Punkte. Aber 27 Punkte, das reicht nur, um sich dort auf der Position zu halten. Sie muss nun deutlich höher. 6 Punkte hat sie noch Rückstand auf Margarete Flores auf der 3. Mexikanische Athletin momentan mit 52 Punkten. Hier kam ja schon raus mit 46. Da muss sie auf jeden Fall noch aufholen. Neun Punkte mit dem ersten Versuch. Der zweite zielt lange hier in die 8. Nicht gut. Nicht gut. Das ist mit dem dritten und letzten Pfeil dieser Runde in 10. 27 Punkte wieder. Aber ich glaube nicht, dass das reichen wird. Fünfter Platz weiterhin. 5 Punkte Rückstand. Nur 1 Punkt aufgeholt auf Margarete Flores. Und ich glaube nicht, dass sie jetzt noch 5 Punkte hier in Runde 4 aufholen kann. Das bezweifle ich wirklich, wenn ich ehrlich bin. Also glaube ich, dass Rika Mecharos aus dem Kampf um die Medaillen nach der ersten Runde direkt schon ausgeschieden war. Das war einfach nicht gut genug, was sie da gezeigt hat. Und damit kommt sie nur auf Position 5 oder vielleicht dann noch auf Position 4. Ich weiß nicht, ob Tanja Groß sich jetzt noch vor ihr halten kann. Aber das ist auch relativ egal. 27 Punkte für Rika Mecharos in Runde 4. Und das bedeutet den 4. Platz für die Ukraine, für die Ungarin. Zieht hier noch an Tanja Groß vorbei. 3 Punkte hinter Margarita Flores. Schade. Somit sichert sich Korea wieder eine Medaille im Bogenschießen. Isabel Kahn zieht hier auf Position 2 und sichert sich damit wertvolle Punkte für ihr Land. Denn Großbritannien ist im Kampf um gute Positionen und da brauchen sie nun Medaillen, ganz besonders in solchen Disziplinen, wo die anderen Nationen keine Medaillen holen, zumindest die anderen großen Nationen nicht, denn wie wir sehen können, es ist keine USA dabei, es ist kein China dabei. Alle großen Nationen sind nicht mit vertreten. Und somit Großbritannien nur mit 9 Punkten und 3 Punkte hinter der USA nur noch auf Position 3 nun. Die Briten konnten sich den sicher festigen gegen Jamaika, die mit 6 Punkten auf der 4 liegen. Und Mexiko gewinnt hier auch noch einen Medaillenpunkt, den ersten in diesem Turnier. Und ich hoffe, sie bleiben dran, denn es geht nun weiter noch mit dem Sprung der Herren. Bleiben Sie dran, es geht weiter mit den Olympischen Spielen 2012 in London. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie recht herzlich zur letzten Disziplin am 5. Tag der Olympischen Spiele 2012 in London. Der Sprung der Herren steht an in der North Greenwich Arena. Wir dürfen gespannt sein, was heute passieren wird. Reto Freibong steht für Deutschland auf der Liste, ja, so kann man es sagen. Aber sonderlich große Chancen hat er nicht, glaube ich, Reto Freibong, denn er ist einfach nicht ein Weltklasse-Springer hier. Und ich glaube nicht, dass er sonderlich große Medaillenchancen hat. Die Türkei zum ersten Mal mit dabei, in Form von Cesar Demir. Shane Quinn für Irland könnte die nächsten Medaillen holen nach dem Gewinn im Bogenschießen der Herren. Die USA mit dabei und China mit dabei. Außerdem Großbritannien
Also die ersten drei Nationen sind vertreten. Aber meine Hoffnungen liegen in Shane Quinn und auch in Huang Lin, wenn ich ehrlich bin. Bin gespannt, was Irland hier heute leisten kann, denn Irland auf jeden Fall ein Land, das eigentlich nicht so weit vorne liegt und nun hier auf jeden Fall eine starke Leistung zeigt, dass Shane Quinn ins Finale einziehen kann. Mal gucken, ob er auch noch mit um die Medaillen kämpft. Hier heute beim Sprung der Herren macht einen guten Anlauf. Auch der Sprung ist sehr schön und die Landung ist schlecht. Das war eine miserable Landung, muss man einfach so sagen. Und ich denke mal, damit war's das. Nein. Nein, das kann er auch nicht aufholen mit dem zweiten Sprung. Shane Quinn, da hat er einfach zu viel gewollt und zu wenig gezeigt. Schade. Es nimmt da einen relativ schweren Sprung. Möchte hier offensichtlich nochmal was gut machen, das ist kein Wunder. Aber das macht er nicht. Er macht es nicht wieder gut. Das wird keine Medaille für Irland. Im Sprung der Herren, auch wenn der zweite Sprung jetzt wirklich gut war. Aber nicht gut genug, um das wieder aufzuholen, was er im letzten Sprung verloren hat. Somit ist es nur der sechste Platz. Und die Türkei holt sich die ersten Medaillenpunkte. Schade. Aber so ist das. Damit war's das für den heutigen Tag. China holt sich hier nochmal 3 Punkte. Bedeutet, sie haben 19 Punkte und wieder einen beachtlichen Vorsprung vor der USA. Nämlich genau 6 Punkte. Nein, 7 Punkte. Sogar 7 Punkte. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Wenn ja, dann schauen Sie auch beim nächsten Mal wieder vorbei, wenn es weitergeht mit den Olympischen Spielen 2012 in London. Machen Sie es gut.